Hallo und herzlich willkommen zu den Erzählvideos aus Hennef. Ich bin Anne-Kathrin Bieling, Pfarrerin in der Christuskirche. Und ich möchte euch heute von Saulus erzählen. Saulus lebte einige Jahre nach Jesus Christus. Saulus selbst, er glaubte nicht an Jesus Christus. Im Gegenteil, ihm waren die Christen ein Dorn im Auge. Er sagte, wie kann es sein, dass sie glauben, dass er Gottes Sohn ist? Das ist doch eine Lüge. Damit machen sie sich doch lustig über Gott. Das kann ich nicht ertragen. Und so zog Saulus los und er verfolgte die Christen. Und er versuchte, sie überall aufzuspüren und dann ins Gefängnis zu bringen. Und so reiste er durch die Gegend und fand ganz viele Treffpunkte der Christen. Wo immer sie sich versammelten, machte Saulus sie ausfindig und er nahm sie fest. Ja, er besorgte sich sogar einen extra Auftrag, um sie in Haft nehmen zu können. Dass er dabei sich total verrannte, dass er im Grunde in eine Sackgasse lief, dass er nicht mehr rechts und links schaute, das bemerkte er dabei überhaupt nicht. So sehr war er in diese Idee verrannt, alle Christen zu finden. Eines Tages war er wieder unterwegs. Er war unterwegs nach Damaskus und zwar diesmal richtig schnell. Er war voller Eifer und er beeilte sich. Er wollte nach Damaskus kommen. Er hatte gehört, dass dort sich einige Christen versammelt hatten. Sie wollte er nun finden. Doch da, wie er unterwegs war, kam plötzlich ein helles Licht. Es blendete ihn so sehr, dass er von seinem Pferd fiel. Und er fiel zu Boden und bedeckte seine Augen und plötzlich hörte er eine Stimme, die zu ihm sagte, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Ich bin Jesus Christus, der, den du verfolgst. Es war so, als würde Jesus zu ihm sagen, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Du wirst keine Christen mehr verfolgen. Und Jesus sagte zu ihm, geh in das nächste Dorf. Dort wirst du erfahren, wie es weitergeht. Und als Saulus aufstehen wollte, da merkte er, dass er nicht mehr sehen kann. Es war so, als wäre er in einem dunklen Tunnel angekommen. Alles um ihn herum war schwarz. Er konnte nichts mehr erkennen. Seine Begleiter mussten ihm helfen, aufzustehen. Sie setzten ihn auf sein Pferd und sie brachten ihn in das nächste Gasthaus. Dort gaben sie ihm zu essen und zu trinken. Doch Saulus, er wollte nichts trinken und nichts essen. 3 Tage lang saß er einfach nur da, regte sich nicht viel, dachte nach und wollte überhaupt nichts mehr von außen. Dann nach 3 Tagen kam ein Mann zu ihm, Hananias. Jesus hatte ihn geschickt. Hananias selbst war Christ und machte sich Sorgen, ob er wirklich zu diesem Saulus gehen kann, der doch die Christen verfolgt. Doch er vertraute Jesus und ging zu ihm hin und sprach mit ihm. Und Hananias, er legte Saulus die Hände auf die Augen und er betete für ihn. Und da konnte Saulus wieder sehen. Seine Augen waren geheilt. Und da erkannte er, ja, Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn. Und Saulus aß und trank wieder und er beschloss, sich taufen zu lassen. Direkt kurze Zeit später wurde er getauft und er wurde Christ. Und nun hieß er nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Und er wurde ein Apostel Jesu, einer, der zu ihm gehört und von ihm erzählt. Sein Leben nahm eine ganz neue Wendung. Von nun an war er unterwegs, um den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Er bereiste viele Städte, viele Orte und
erzählte davon, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass das wirklich wahr ist, dass er das erlebt hat, nachdem er selbst zuerst gegen die Christen war. Und so wurde Saulus zum Paulus und er wurde einer der wichtigsten Apostel in der Geschichte der Christenheit. Er gründete viele Gemeinden und brachte die Botschaft von Jesus Christus an viele Orte. Und so tat er vielen Menschen gut mit den guten Worten, die er von Jesus weitergab. Worte, die wir auch heute noch hören. Worte, die Paulus auch in Briefen aufgeschrieben hat, die noch heute in unserer Bibel stehen und die wir selbst auch lesen und hören können.